Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PIK TV. Und heute darf ich zwei Gäste begrüßen. Einmal die Daniela. Hallo Daniela. Hallo. Und einmal den Erik. Hallo. Die beiden werden sich gleich vorstellen, weil heute möchte ich mal über das Thema, wie heißt der Titel, das perfekte Video, die perfekte Videokonferenz-Erlebnis braucht Bildfläche. Das heißt, wir wollen heute primär über Anzeigegeräte, ich nenne es mal allgemein so reden, insbesondere von der Firma Sharp NEC. Und da kommen auch die beiden Gäste her. Und wir werden heute ein bisschen reden über Displays, über Beamer, über LED-Wände. Wofür brauche ich die? Was sind die Einsatzgebiete? Was gibt es Tolles? Was gibt es speziell natürlich auch von Sharp NEC? Und das wollen wir so in der nächsten halben Stunde mit euch besprechen. Wenn ihr möchtet, ihr könnt kommentieren, ihr könnt Fragen stellen, die können wir gerne dann auch hier live einbinden. Und so wollen wir mal loslegen. Und Daniela, vielleicht erzählst du mal den Zuschauern, wer du bist und was machst du bei euch im Hause? Ja, hallo, mein Name ist Daniela Dexheimer. Ich bin bei Sharp NEC Section Managerin im Produktmanagement für unsere kollaborativen Lösungen und betreue da hauptsächlich unsere interaktiven Displays. Okay, Erik, und wie schaut es bei dir aus? Genau, also erstmal hallo in die Runde. Mein Name ist Erik Elbert und ich bin Produktmanager im Bereich großformatige Monitore, alles von 32 Zoll bis hoch zu 98 Zoll. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, nämlich die Computing-Geräte, die ich auch nochmal global verantworte. Genau. Prima. Ihr habt ja ein riesiges Portfolio und wir können natürlich heute nicht über alles reden, was ihr habt, aber picken uns mal speziell die Sachen raus, die für den Bereich Videokonferenzen relevant sind. Und fangen wir vielleicht mal mit dem Einfachen an, was die meisten kennen. Man hat irgendwo einen Monitor auf dem Schreibtisch zu stehen oder man hat irgendwas im Raum zu stehen, wo etwas angezeigt wird. Und da habt ihr, glaube ich, auch eine riesige Palette an Endgeräten, die zum einen natürlich normale Displays sind, aber auch speziell schon mit eingebauten Kameras und Lautsprechern, die dann auch für Videokonferenzen sind. Vielleicht könnt ihr ja da mal kurz sagen, was ihr da habt und für wen das speziell gedacht ist. Gut, ich fange mal an. Und zwar, genau, also wie du schon gesagt hast, haben wir natürlich bei Sharp NEC ein sehr breites Portfolio und können eigentlich jede Technologie abdecken, die in dem Meetingraum zur Anwendung kommt, sei es jetzt angefangen bei Beamern oder Projektoren, über großformatige Bildschirme bis hin zu LED-Wänden, aber dann auch bei den Bildschirmen eben normal oder mit Interaktivität, um dann eben auch an dem Whiteboard zu arbeiten. Zusätzlich haben wir auch sogenannte All-in-One-Lösungen, wie zum Beispiel unser Windows Collaboration Display, wo dann auch gleich eine Kamera, Lautsprecher, Mikrofon eingebaut sind, um eben ja eine Komplettlösung zu haben, die dann auch einfach von der Installation ist. Ich habe einfach alles, was ich brauche, in einem Gerät schon mit verbaut. Genau. Ja, im Grunde sehen wir uns als Hersteller mit dem großen Portfolio eben auch sehr in der beratenden Funktion, da wir natürlich nicht in Richtung einer Technologie pushen müssen und nicht den Kunden von einer bestimmten Technologie überzeugen müssen, sondern dass wirklich je nach Kunde, je nach Anwendung die richtige Technologie dann auch empfehlen können. Da habt ihr aber auch was ganz Spezielles, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, weil die Leute ja in größeren Räumen dann mit einem Display das vielleicht ein bisschen schwierig haben und irgendwie ein Whiteboard noch separat dazustellen wollen, auch manchmal schwierig sind. Und ich glaube, da seid ihr die Einzigen, die das habt. Ihr habt so ein Duku, heißt das, glaube ich, ne? System. Genau, also das ist eigentlich eine ja, ganz witzige Geschichte. Das DUCO oder ja, Dual Collaboration Room System, wie wir es komplett nennen, ist in Zusammenarbeit mit einem unserer Endkunden entstanden, die an uns herangetreten sind und gerne eine ja, Dual Display-Lösung für Videokonferenz in ihren Meetingräumen hätten, aber sie wollten ein Display interaktiv und eins nicht interaktiv, weil sie gesagt haben, auf dem Display, wo eigentlich die reinen Videos der Leute angezeigt werden, brauche ich ja eigentlich keine Interaktivität, sondern nur auf dem Video, wo ich jetzt mein Whiteboard teile oder vielleicht mal eine PowerPoint, auf der ich Notizen machen möchte. Und sie haben einfach keine Lösung gefunden, die schön aussieht, weil normalerweise ein interaktives Gerät immer anders aussieht als ein nicht interaktives. Man hat eine andere Bautiefe, man hat einen dickeren Rahmen und das war ihnen einfach nicht elegant genug für die
ja, neu und schön ausgestatteten Meetingräume bei denen. Und ja, sie konnten einfach nichts finden. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben eigentlich die Möglichkeit, das mal umzusetzen mit einem Partner von uns hier lokal in Europa, haben dann Prototypen gebaut, die waren total happy. Und als dann der Vertrieb angefangen hat, über die Lösung auch mit anderen Kunden zu sprechen, hat sich eigentlich schnell herausgestellt, dass mehrere Kunden ein ähnliches Problem hatten beziehungsweise nach einer ähnlichen Lösung gesucht haben. Und so haben wir das dann auch zu einem ja, serienreifen Produkt getrieben und haben die Lösung jetzt in drei Größen, 55 Zoll, 65 und in 2 Monaten kommt dann auch noch ein 75 Zoll dazu. Und da vereinen wir einfach ein nicht interaktives Gerät mit einem interaktiven Gerät, die komplett identisch sind von der Mechanik, von dem Rahmen, von der Bautiefe, von der Bildqualität, da wir auch auf beiden Geräten das gleiche Schutzglas verwenden, dass man eben auch sicherstellt, dass die Displays ja das gleiche Bild anzeigen. Das wird natürlich dann immer schwerer mit dem Transport. Das merken auch wir, ne, dass einige Dienstleister, Speditionen dann schon Schwierigkeiten haben, wenn man sowas irgendwie auch komplett vielleicht liefern möchte. Und auch das wiegt natürlich dann auch schon ordentlich was. Also das sind, glaube ich, dann auch Herausforderungen, die dann auch beim Kunden natürlich zu sehen sind. Wie kriege ich das denn alles, sage ich mal, in meine Räumlichkeiten rein? Ne? Na gut, indem wir quasi zwei einzelne Displays haben, also die sind nicht miteinander verbunden. Also es werden tatsächlich zwei einzelne Kartons geliefert, jeweils mit einem Display und das Ganze wird dann einfach nebeneinander installiert. Also von dem her ist es jetzt auch vom Transport oder in den Raum zu bringen, sollte es kein Problem geben. Okay. Genau. Neben dem Display-Bereich gibt es ja noch immer natürlich klar auch viele Lösungen, auch in Schulen, Universitäten, wo halt Beamer klassisch verwendet werden. Aber zumindest merken auch wir, dass das Thema Beamer eigentlich gefühlt immer weniger wird oder eher in Spezialanwendung ist. Wie ist denn da eure Erfahrung jetzt, wenn wir vom Display in die nächste Stufe gehen, auch der Größen? Beamer, ist das noch ein Thema oder ist es eher nur noch, sage ich mal, Spezialanwendung? Also hierzu kann man sagen, dass Projektoren, auch wenn ich von der Display-Seite komme, Projektoren haben auf jeden Fall immer noch einen sehr hohen Stellenwert, vor allem wenn es darum geht, ein großes Bild darzustellen. Zum Beispiel bei Universitäten, da habe ich dann eben wirklich sehr, sehr große Projektionsflächen und da wird es dann entweder sehr teuer mit zum Beispiel Direct-View-LED oder mit LCD-Displays, die als Video-Wall zusammengeschaltet sind. Da lohnt sich auf jeden Fall noch der Projektor. Während natürlich für die kleineren Meetingräume, da sehen wir auf jeden Fall den Trend oder sehen wir eigentlich schon seit mehreren Jahren den Trend, dass es eben hingeht in Richtung LCD. Die Bürogebäude werden immer heller, das heißt, es ist immer mehr Glasfläche. Und ja, die Projektoren wurden zwar von Lampen auf Laserlichtquellen umgestellt, aber diese Helligkeit ist, also die Helligkeit ist gut. Aber wie gesagt, in Richtung LCD ist es dann einfach kosteneffizienter und einfacher für den Kunden gewesen, da dann auf LCD zu gehen. Genau. Aber wie gesagt, es gibt beide Technologien. Wir können weiterhin beides anbieten. Und deshalb ist es dann eben die Sache des Kunden. Wo möchte ich was einsetzen, wenn es eben um hohe Auflösung geht und eine sehr nahe Präsentationsfläche, dann ist LCD eigentlich wirklich das, was wir empfehlen. LED-Wände ist ja, glaube ich, das Thema, wenn man auf den ganzen Messen die letzten Jahre gegangen sind. Es gibt jedes Jahr noch hellere, noch schönere, noch bessere Pixelabstände. Und das ist auch so gefühlt der Markt, glaube ich, den wir da sehen. Wenn man jetzt diesen Videokonferenzmarkt mal betrachtet, auch bei den größeren Räumen, Boardrooms und so ähnlich, wie seht ihr da den Weg? Ist Tatsache das Thema LED-Wände da eigentlich das Zukunftsthema? Es geht in die Richtung. Es geht in die Richtung. Also vor allem unsere Finanzkunden, die natürlich ein sehr hohes Budget haben, die gehen mehr als so Early Adopter, sind wirklich vorrangig bei Direct View LED mit dabei, während eben für die Standard-Meetingräume immer noch LCD das Nonplusultra ist. Also vor allem für Boardrooms, du hast gerade gesagt, also ein Boardroom, der muss einfach
sehr prestigemäßig sein. Und da möchten natürlich alle großen Firmen, die wollen natürlich wirklich zeigen, was sie haben, welche neuen Technologien. Und ja, natürlich ist der Unterschied zwischen Direct View LED und LCD, wie du auch schon genannt hast, ja, die sind heller, was gar nicht mal so komplett richtig ist. Also es ist der Kontrast, allein der Kontrast ist wirklich heller zwischen Schwarz und Weiß, und das kann einfach das Auge viel besser differenzieren. Von daher kann man dann eben auch mit einer mit so einem Direct View LED kann man höhere Kontrastwerte erreichen im Vergleich zu einem LCD. Und ja, also nachdem eben Größe da auch unbeschränkt ist, wird das wirklich auch mehr und mehr ein Thema. Und ja, die Gebäude werden schlechter zugänglich. Die Aufzüge, da hatten wir in der Vergangenheit schon ein bisschen Probleme, sind selbst mit 98 Zoll Displays LCD-seitig. Da wurde es manchmal eng, also selbst bei uns hier im Büro, obwohl wir zwei große Aufzüge haben, da wird es dann ein bisschen schwierig. Da sind natürlich die Direct View LED-Module, die sind da viel flexibler und ja, sind da halt wirklich um einiges besser im Aufbau und im Transport. Und dann ist natürlich auch das Thema, na klar, Abstand vom Display oder Abstand von der LED-Wand in den entsprechenden Räumen. Man muss ja bei großen Räumen immer aufpassen, da sitzt vielleicht vorne jemand am Tisch, der ist so 2-3 Meter vor dem Display entfernt, und dann am Ende des Raums in 15 Meter Entfernung sitzen halt auch noch Leute, und die müssen ja oder sollen ja eigentlich auch gleich gut das Ergebnis haben, was sie da vorne sehen. Und deswegen glaube ich, ist dieses Portfolio, was ihr ja auch habt und was viele andere eurer Mitbegleiter ja auch haben, glaube ich, wichtig, weil du kannst nicht mit einer Lösung alles erschlagen. Absolut, ja. Es ist auch so, dass, ja, also wie wir es angeben, eigentlich ist, glaube ich, LED, wenn man jetzt den kleinsten Pixel-Pitch, den wir im Moment anbieten, 0,9, dann kannst du ja bis 2,5 Meter Abstand, würden wir sagen, damit du die Pixel eben auch nicht mehr siehst. Aber dann wird es natürlich auch schon relativ teuer. Wenn wir jetzt ein bisschen größeren Pixel-Pitch nehmen von 1,2, dann reden wir aber auch schon von einem Abstand von über 3,5 Metern. Also da muss dann schon der Raum natürlich auch eine gewisse Größe haben, dass ich überhaupt so weit weg sitzen kann. Schlussendlich, ich meine, bei LED, da tut sich auch preislich natürlich noch so viel. Da wird in den nächsten Jahren drastisch nochmal die Preise runtergehen. Und natürlich kommen auch immer kleinere Pixel-Pitches. Also gerade was vielleicht die großformatigen LCDs irgendwann angeht, wird es irgendwann natürlich schon den Switch geben, wo dann die LEDs tatsächlich auch kosteneffizienter sind als vielleicht auch ein LCD. Aber im Moment ist natürlich noch ein großer Preisunterschied gegeben. Ja. Kommen wir mal zu einem speziellen Format, was sich, finde ich, so die letzten Wochen, Monate sehr stark rauskristallisiert hat, 21:9 Format. Microsoft ist sicherlich da natürlich der Treiber oder der Impulsgeber mit seinem Signature Teams Rooms oder Front Row Layout, wie es ja so schön heißt, was da sehr gut dargestellt wird, ist, dass ich halt nicht mehr in diesem klassischen 16:9 Format, was die meisten Displays halt haben, sondern sie gehen Richtung 21:9. Wie sind denn da eure Erfahrungen, eure Reaktionen, auch insbesondere mit Microsoft zusammen? Wird das dort getrieben oder ist das mehr jetzt so ein Marketing-Hype oder ist das wirklich ein echter Mehrwert? Ja, das ist genau die richtige Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch viel diskutiert haben über das Thema und viele Kunden uns auch ansprechen, weil Microsoft eben so eine Riesenwelle macht mit Front Row und 21:9. Es ist vielleicht erstmal wichtig zu verstehen, dass ich habe oft das Gefühl, dass für viele Kunden Front Row ist gleich 21:9. So ist es ja natürlich nicht. Ich kann mein Front Row Layout, wenn ich das möchte, natürlich auch mit einem normalen 16:9 Single Screen haben, genauso wie mit einem 32:9 Dual Display ist es genauso möglich. Also ich muss nicht zwingend auf ein 21:9 Format wechseln, weil was für die Leute auch wichtig ist zu verstehen, da bei 21:9 habe ich natürlich, was die Höhe angeht, weniger Bildfläche. Und das bedeutet auch, wenn ich dann unten die Videos der Teilnehmer angezeigt bekomme, dass eigentlich der Inhalt, den ich jetzt teile, natürlich kleiner ist, als ich es normalerweise in einem klassischen Teams Room
Layout gewohnt bin, wo eigentlich ein kompletter Screen fast zur Verfügung steht für die Inhalte, die geteilt werden. Und ich glaube, hier ist es schon auch wichtig, dass die Kunden das sich mal anschauen, selber testen, ob das tatsächlich für sie die beste Lösung ist oder ob es nicht vielleicht eben doch eher das klassische Teams Room Setup ist oder eben dann doch 16:9 oder 32:9 in einem Dual Screen. Also hier muss man schon einiges beachten, weil es ist ja auch nicht nur mit dem Display selber getan. Die Kamera muss richtig platziert sein, dass ich eben auf Augenhöhe in die Kamera schauen kann. Ich habe die spezielle Tischform, die ich gewährleisten muss, beziehungsweise das Sitzen eher nebeneinander als jetzt, wie man es gewohnt ist, damit auch jeder die Möglichkeit hat, direkt in die Kamera zu schauen. Also die Idee ist sicherlich genial. Also ich finde es schon eine gute Idee, was Microsoft sich dabei gedacht hat, dass eben jeder gleichermaßen dargestellt wird, egal ob ich jetzt im Raum sitze oder ob ich mich von zu Hause einwähle. Aber ob es tatsächlich sich überall durchsetzen wird, das bezweifle ich. Ich denke schon, dass es spezielle Räume sind und nicht jetzt eine Lösung, die sich in jedem Meetingraum durchsetzen wird. Weil wenn man sich auch überlegt, ich sitze ja dann eben so eher nebeneinander, will ich das, wenn ich jetzt vielleicht ein normales Meeting habe, wo gar keine Videokonferenz stattfindet, ist es auch eher seltsam, so zu sitzen, denke ich. Und wenn ich eben Meetings habe, wo es viel darum geht, dass ich an Inhalten arbeite, dass ich Präsentationen teile oder dass ich Excel-Dateien, dann, wenn der Fokus auf dem Inhalt ist, würde ich eher weggehen von 21:9, weil einfach die Bildfläche relativ, relativ klein wird. Aber ja, es ist ein Thema, viele Leute fragen nach Teststellungen, viele Leute testen das und ich glaube, das ist auch, wie gesagt, das Wichtige, dass die Leute sich das wirklich bei sich anschauen, wie, ob das für sie tatsächlich so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Also das ist ja auch das, was wir merken, wenn du halt heute in Konferenzräumen reinkommst. Die Räume sind ja alle in der Regel geplant worden, noch meistens vor dem Thema Videokonferenzen. Klar. Und deswegen hast du in der Regel einen langen Tisch, wo die Leute nicht gegenüber sitzen. Genau. Und genau das würde ja dann in dem Frontrow-Layout wegfallen. Für die Älteren unter uns, die das vielleicht noch von früher kennen, Cisco hat ja da mal mit diesem Thema Telepresence mal vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das war Anfang der 2000er Jahre, damit mal angefangen, dass sie so mit 86 Zoll Displays so ein Raumerlebnis geboten haben, wo du auch, glaube ich, das war richtig, richtig teuer. Da war aber alles Design von den Möbeln, von den Tischen, von den Farben, von dem Licht, dass du dann, und ich habe einmal sowas mitgemacht, dass du nach einer halben, dreiviertel Stunde irgendwann nicht mehr gemerkt hast, dass die Leute dir nicht mehr gegenüber sitzen, sondern dass sie ganz woanders sind. Aber damals natürlich noch mit einer unheimlichen Bandbreite, die du brauchtest. Die Räume waren, glaube ich, direkt 1:1 mit synchronen Bandbreiten geschaltet. Das ist heute sicherlich schon ein bisschen besser geworden, aber ich gebe dir recht, das ist in vorhandenen Raumlayouts wahrscheinlich schwierig oder oft sehr schwierig zu realisieren oder du verlierst halt die Hälfte der Kapazität an Sitzplätzen. Deswegen glaube ich, ist das was, wenn man neue Räume plant, wenn man heute neue Gebäude plant und neue Meeting Spaces, würde ich mal sagen, plant, dann ist es ja sowieso heute, glaube ich, anders als damals, wo es diesen klassischen Raum gab, sondern heute ja vielfältige Begegnungsmöglichkeiten passieren. Man hat überall bei den Firmen Sitzecken, man hat kleine Rückzugsräume und. Von daher, glaube ich, ist die Vielfalt einfach viel größer, die ich heute habe. Und für jede dieser, sage ich mal, möglichen Spaces, die ich da deklarieren kann oder designen kann, ich natürlich dann auch eine passende Display-Lösung brauche. Und da, glaube ich, ist das der Punkt, wo man dann bei euch als Hersteller auch wirklich quer durchs Portfolio alles findet, von dem kleinen Monitor, den ich mir auf den Schreibtisch stellen kann, bis zu der riesigen LED-Wand, die ich im Raum hinstellen kann. Wir haben ja jetzt neben dem Thema Frontrow, natürlich gibt es ja noch andere Hersteller. Merkt ihr da einen speziellen Trend? Ihr seid, glaube ich, offen für alle, ob das ein Zoom ist, ein Webex, ein Teams. Wie du vorhin sagtest, glaube ich, ihr arbeitet mit allen zusammen, oder? Genau, also vielleicht nochmal anzuknüpfen an das, was du gerade erwähnt hast, zwecks, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, wie dann das Layout der Meetingräume gestaltet wird. Und zwar hier merken wir halt auch mehr und mehr, dass durch Corona ist jetzt nicht mehr so viel der Drang nach großen Meetingräumen, sondern eher nach kleineren Meetingräumen.
Und da haben wir wirklich gemerkt, der Bereich, ja, Dual Screen, 65, 75 Zoll, das ist auf jeden Fall mehr und mehr im Kommen. Aber auch wieder die kleineren Monitore. Das heißt wirklich für diese Huddle Room Spaces, da sind wir bei 50 Zoll bzw. 49, 50 Zoll aufwärts, also meistens auch so 55 Zoll. Und das bekommen wir mehr und mehr mit. Und ja, für was ist ein Huddle Room gut? Ein Huddle Room ist gut, um mal temporär sich zu treffen mit ein, zwei Kollegen, mal schnell sein Notebook anzuschließen, in so eine Ecke und ja, da dann eben über Sachen zu diskutieren oder eventuell sogar nochmal einen kleinen Call zu machen. Und genau da haben wir gemerkt, da gibt es manchmal gewisse Herausforderungen, sei es ja, das Notebook, man kommt aus dem einen Meeting, geht ins nächste Meeting rein und dann hoppla, merkt man, wie ist denn mein Akku? Ja, vielleicht doch nur noch 15, 20%. Und da haben wir uns jetzt eben auch angeschaut, was gibt es denn hier für Trends, die sowohl ein Videosignal, als auch ein Datensignal, als auch Strom über ein einziges Signal drüber geben. Und da sind wir aktuell in der Proof-of-Concept-Phase, auch mit einigen ausgewählten Partnern und haben hier ein spezielles Modul, das in unsere Displays eingeschoben werden kann. Das ist im sogenannten Smart Display Module, also ist ein Standard von Intel. SDM nennt sich das Ganze. Das ist so ein Format, das schiebt man dann in die Displays rein und dann kriegt man wirklich nur ein einziges Signal, kriegt man dann eben in Richtung des Notebooks. Und da haben wir sehr positives Feedback jetzt eben gesammelt, optimieren das Produkt gerade und hoffen, dass wir das dann wirklich die nächsten Monate auch auf den Markt bringen können. Auf jeden Fall, das sind so Trends, die wir halt wirklich sehen. Ja, da gibt's wirklich Herausforderungen von Kundenseite und das versuchen wir natürlich dann mit lokalen Lösungen dann eben zu lösen bzw. heranzugehen. Da nochmal nachgefragt, das läuft aber dann auch mit Zoom, Teams und wie sie alle heißen. Genau, das ist dann eben dieser Trend Bring Your Own Meeting. Das heißt, das ist jetzt losgelöst von diesem Microsoft Team Room bzw. Zoom Room. Also da können wir beides eben adressieren. Für die kleineren Meetingräume haben wir dann diese USB-C-Lösung. Für die größeren gibt es dann entweder eine MTA bzw. Zoom Room-Lösung. Oder was wir eben auch noch anbieten können, sind um Wireless Screensharing eben zu machen. Da ist dann mit Thema USB-C, da ist dann die Kabellänge von 5 Metern nicht mehr ganz so ausreichend. Da gibt es dann eben auch nochmal eine andere Technologie. Da arbeiten wir auch sehr eng mit einem Partner zusammen, nämlich mit AirServer. Und da kann Dani vielleicht noch ein bisschen drüber erzählen. Genau. Ja, gerne. Also kabelloses also USB-C als solches ist natürlich eine super Sache und wir setzen da auch tatsächlich stark drauf, dass zukünftige Displays bei uns, die ja neu auf den Markt kommen und Meetingräume adressieren, auch einen USB-C-Anschluss haben, weil es einfach so viel in einem Kabel vereint. Aber man braucht halt immer noch ein Kabel. Für die Leute, die jetzt lieber kabellos präsentieren möchten, haben wir oder arbeiten wir mit dem Partner AirServer zusammen, wo wir auch einen unserer Slots an den Displays nutzen und auf Basis vom Raspberry Pi eben eine ja, AirServer-Lösung entwickelt haben, dass dann alles schön integriert ist im Display. Ich brauche keine externe Stromversorgung, keine externen Kabel und habe eben eine kabellose Präsentationslösung, wo ich auch ohne zusätzliche Software rein über die ja, Standardprotokolle Miracast, AirPlay, Googlecast meine Inhalte dann mit dem Display teilen kann. Genau. Ich wollte noch mal deine ursprüngliche Frage mit den Zertifizierungen, da noch mal kurz drauf eingehen. Genau, also wir haben bei uns Geräte, die speziell zertifiziert sind, sei es jetzt das Windows Collaboration Display, was eben für Microsoft Teams zertifiziert ist. Wir haben auch aus dem Hause Sharp eine All-in-One Collaboration Soundbar, die jetzt vor kurzem für Zoom zertifiziert wurde. Wir arbeiten sehr eng mit Cisco zusammen, wo unsere Large Format Displays für Cisco Webex zertifiziert werden. Da geht es ganz stark auch um, ja, wie das Bild dargestellt wird oder auch Dinge wie Lip Sync während einem Videocall. Das wird alles in ja, unendlichen Tests überprüft und sichergestellt, dass das auch den Standard von Cisco erfüllt. Ja, also wir sind hier, müssen offen sein für alle diese Lösungen, weil natürlich unsere Kunden
sich nicht auf eine festlegen. Sogar manche Kunden von uns, speziell wenn man an die größere Anwaltskanzleien denkt, die dann immer wieder sagen, wir können gar nicht standardisieren, auch wenn wir in-house standardisieren. Unsere Kunden schreiben uns vor, welche Plattformen wir zu nutzen haben. Also müssen wir hier auch offen sein und mit allen zusammen zu arbeiten. Es sind auch zukünftig weitere Lösungen geplant, die dann entweder Zoom oder Microsoft zertifiziert werden. Also das ist sicherlich ganz wichtig und das sehen wir auch immer stärker, dass die Endkunden nur noch zertifizierte Lösungen auch einsetzen möchten, weil es einfach klar ist, zum einen gewährleistet es eben eine gewisse Qualität, auf der anderen Seite ist es für die Kunden auch wichtig, um dann auch den technischen Support zu bekommen von den Conferencing-Herstellern für das Equipment, was sie eben verbaut haben bei sich in den Meetingräumen. Also das ist sicherlich Thema, wo man zukünftig auch mehr zertifizierte Lösungen von uns sehen wird. Leider ist es so, dass bis auf Cisco keiner reine Displays oder Display-Technologien zertifiziert. Also beide Zoom wie Microsoft zertifizieren nur Displays, wenn halt Kamera, Mikrofon, Lautsprecher auch mit eingebaut sind oder in einer Art Bundle eben auf dem Markt platziert werden. Reines Display wird tatsächlich nur von Cisco zertifiziert, leider. Ihr habt es ja beide schon erwähnt. Zum einen Bring Your Own Meeting, Bring Your Own Device, Raumlösung. Habt ihr oder erkennt ihr da einen Trend, wo die Reise gerade hingeht? Bauen die Kunden mehr Raumlösungen mit einem, sage ich mal, intern festgelegten Provider und alle können dann was mit ranbringen? Oder ist wirklich das so, wie du es, Erik, gesagt hast, die Leute wollen eigentlich nur noch mit dem Laptop im Raum kommen, möchten aber trotzdem, dass es genauso funktioniert, wie wenn ich eine Raumlösung habe? Spürt ihr da irgendeinen Trend oder ist das nicht abzuzeichnen? Ja, ich denke schon. Also was wir viel sehen, dass in den kleineren Räumen eher das Bring-Your-Own-Meeting, ich verbinde mich schnell mit dem Display zum Tragen kommt, zum einen natürlich, weil es auch eine günstigere Lösung ist und von den kleineren Räumen habe ich natürlich auch mehr, aber es sind auch oft Räume, die man nicht buchen kann, wo man vielleicht eher spontan reingeht und spontan ein Meeting hat und da macht Bring Your Own Meeting natürlich absolut Sinn. Hingegen bei den größeren Räumen, da sehen wir ganz klar den Trend zu Raumlösungen, sei es jetzt Zoom Room oder Teams Room. Zum einen ist es natürlich auch der Kabellänge vielleicht geschuldet jetzt bei USB-C, aber schlussendlich hat man halt wirklich eine komplett zertifizierte Lösung, die ich dann entweder von Zoom oder Microsoft abgesegnet habe mit entsprechender Kamera, Lautsprecher, Mikrofonie. Also das sind dann schon komplexere Installationen oft auch in den großen Räumen und da sehen wir absolut, dass fast kein Kunde, der nicht irgendeine Art von Raumlösung einsetzt. Ganz okay. Klar. Ja. Vielleicht könnt ihr nochmal, wir sind auch schon fast wieder, die halbe Stunde ist schon fast wieder rum, das ging schnell. vielleicht könnt ihr nochmal als Tipp abgeben, wir hatten ja über die drei, sag ich mal, Bereiche gesprochen, über den Bereich Displays, Bereich Beamer, Bereich LED-Wände. Wenn ihr jetzt vielleicht mal so ein bisschen untergliedern könnt, wo würdet ihr was empfehlen? Also was ist praktisch der Idealkunde für ein Display? Was ist der Idealkunde für ein Beamer? Und was ist der Idealkunde für ein LED-Display? Vielleicht könnt ihr das mal so ein bisschen einschätzen, dass die Zuschauer, die jetzt auch vielleicht gerade sagen, Mensch, wir haben hier irgendeinen Raum, den wir gerade planen müssen, eine kleine Hilfestellung kriegen, in welchem Bereich sie vielleicht den Raum am besten planen, mit welcher Display-Technik sie den Raum bestücken. es gibt dafür gibt es natürlich nicht eine Aussage, weil man muss halt wirklich sehr viele Sachen berücksichtigen. A, wie groß ist der Raum? B, was soll in diesem Raum überhaupt gemacht werden? Also wirklich die Frage des Sinn und Zwecks des Raumes. Wenn man sagt, es gibt in der Firma oder es gibt eben in dem Büro, gibt es wirklich mehrere Meetingräume, die nur für Videoconferencing zum Beispiel ausgelegt sind, dann würde ich da auf jeden Fall in Richtung eben gehen auf LCD mit einem Microsoft Team Room oder Zoom Room.
Setup, also das auf jeden Fall. Wenn man sagt, man muss, man arbeitet auch noch ein bisschen kreativ, also das heißt, man ist zum Beispiel im Marketingbereich, in der Werbeagentur, dann kommt man, glaube ich, um die Kombination, wie Daniela vorhin es vorgestellt hat, um dieses Duco-System oder was Ähnliches, was Angelehntes mit einem Touch-Display kommt man eben nicht drum herum. Und ja, alles, was halt wirklich eine sehr große Projektionsfläche ist, wo sich vor allem die Board-Members aufhalten. Ich glaube, da wird es jetzt wirklich mehr und mehr in Richtung Direct-View-LED gehen, weil das ist ein Trend. Die Vorteile für die Kunden liegen wirklich auf der Hand. Und es ist auch eine Technologie, die extrem lange hält. Also das ist auch wirklich was, wo man sagen kann, man investiert zwar anfangs sehr viel Geld, aber dafür ist dieser Raum wirklich dafür gemacht, mehrere hunderttausend Stunden eben zu halten. Und ja, auch was den Service eben angeht, meistens von vorne Servicebar, das ist auch was man bei LCD nicht immer hat. Bei LCD gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man gewisse Sachen austauschen kann. Aber ja, 75 Zoll Monitor mal schnell austauschen, das ist auch nicht so einfach. Und da kann man dann eben bei Direct View LED, kann man das ein bisschen einfacher eben gestalten. Und das Thema Projektoren, um es jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen abzuschließen, also ich glaube, Projektoren sind ja vor allem für solche Legacy-Installationen sehr gut gedacht. Das heißt, der Kunde hat schon vor 3, 4, 5 Jahren hat er schon sein Büro ausgestattet mit eben Projektoren. Und da können wir auch dazu sagen, wir haben eine sehr langfristige Roadmap und können da dem Kunden 1:1 das gleiche Objektiv beziehungsweise die gleiche, den gleichen Bildabstand eben darstellen, aber mit einer höheren Licht Helligkeit, also halt wirklich entweder mit einer Lampe oder mit Laser dann schon umgestellt. Und dafür lohnt sich dann eben auch nochmal die Projektion. Prima, cool. Ja, die Zeit ist um. Ich glaube, wir haben fast alles angesprochen, was wir auch im Vorfeld kurz besprochen hatten, was wir heute für unsere Zuschauer hier entsprechend rüberbringen wollten. Damit lasse ich euch das Schlusswort. Habe ich noch irgendwas vergessen? Habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Zunge brennt, was ihr den Zuschauern mitgeben wollt? Worauf sollten sie dieses Jahr noch achten oder wo sollten sie hingehen und vielleicht was Neues sehen, was dieses Jahr auf den Markt kommt? Habt ihr da noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ich sehe. Also, genau, vielleicht von meiner Seite nochmal. Ja. Also immer hinterfragen, für was möchte ich meinen Meetingraum nutzen. Weil dieses vorab sich Gedanken machen, wie soll der Raum genutzt werden, was gibt es für, wie kann man den Raum wirklich sinnvoll einrichten, das sind für uns als Hersteller oder als Berater, sind für uns wirklich die besten Punkte, um genau auf diese Lösungsvorschläge einzugehen. Also da immer wirklich versuchen zu hinterfragen. Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Also da sind wir wirklich sehr, sehr offen. Und ja. Prima. Dann danke euch, dass ihr die Mittagspause mit geopfert, in Anführungszeichen, habt, dass ihr Zeit hattet, heute hier mit in den Talk zu kommen. Es war sehr kurzweilig, fand ich. Es war sehr spannend, was ihr da auch im Portfolio habt. Und die Zuschauer und die es vielleicht jetzt nicht live gucken konnten, weil sie Mittagspause gemacht haben, die das im Nachgang kommen, können natürlich auch gerne hier kommentieren, Frage stellen. Ihr seid hier mit in dem Chatkanal drin. Das heißt, entweder könnt ihr sie dann auch beantworten oder wir leiten sie euch weiter oder es kümmert sich jemand von uns drum. Von daher sage ich euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat viel Spaß gemacht, dass ihr heute mit im Talk wart. Und natürlich auch den Zuschauern vielen Dank, die jetzt live dabei waren. Heute waren Tatsache wenige Fragen, wobei da kommt, glaube ich, sehe ich noch eine Frage. Die blende ich mal auch kurz hier ein. Von Christopher, vielen Dank dafür. Ja, ansonsten, wir bleiben in Kontakt. Und wie gesagt, unsere Zuschauer, unsere Kunden, unsere Interessenten können natürlich auch jederzeit sich an uns, an unseren Vertrieb wenden, wenn sie was haben wollen, was ihr hier heute auch erzählt habt. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank nach München. Vielen Dank nach
Bist du auch in München? Beides Ja, München. Beides ja, München, beides, ja. beides München. Dann Einer im Büro, einer im Homeoffice. danke ich euch für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ne? Genau. Tschüss. Vielen Dank. Einladung. Tschüss. Tschüss.